was geschieht in der Antarktis? Er behauptete, dass er auf seiner Forschungsreise zum Südpol noch unentdeckte Flächen von Land gefunden hat. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt, was geschieht in der Antarktis? Ihr könnt es euch schon denken, ne? Ja, wir brauchen den Aluhut. Miese Recherche heute wieder, Freunde. Ich liebe euch. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentarchen, abonniert den Kanal. Geht los, Fellas. Wir sind da. Und los. Yo, was geht, Leute? Hoffe, alles okay bei euch. Heute gehen wir auf viele verschiedene und interessante Geschichten ein. Wir schauen uns die mysteriösen Sachen an, die in der Antarktis abgehen sollen. Und das... Wichtig. ...dass die Deutschen da unten eine Basis haben. Oh, shit. Wir gehen auf ein paar interessante Sachen ein, die der amerikanische Admiral Richard E. Byrd behauptet hat. Oh shit, Byrd-Recherche auch mit dabei, Digga, feier ich. Auch schauen wir uns das Gerücht über Aliens an. Und die Behauptung, dass diese Aliens gar keine Aliens sind, sondern Dämonen, Djinns oder Geister, die durch okkulte Praktiken beschwört werden können. Es wird behauptet, dass Leute Dämonen beschwören, um so an jahrtausendealtes Wissen zu kommen. Darunter auch Adolf Hitler, der bekannt für seine okkulten Praktiken war. Zum Beispiel hat der Mensch in Wewelsburg durchgeführt. Wir schauen uns einen Fall in dieser Wewelsburg etwas näher an. Außerdem gehen wir auf ein paar Rapper, die über Begegnungen mit Dämonen oder Geistern geredet haben. Noch dazu gehen wir auf das Thema UFOs ein und die wahre Geschichte dahinter. Wenn man UFOs hört, denkt man automatisch an Aliens. Aber nicht Aliens haben diese Sachen gebaut, sondern Menschen. Es gibt sogar Patente, wovon UFOs die Rede ist. Wir gehen heute etwas näher darauf ein. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Danke im Voraus. Wer von euch glaubt, dass Aliens schon mal auf dieser Erde waren? Mit Aliens meine ich Lebewesen von anderen Planeten. Eins in den Chat. Yeah. After he had passed, I had a talk with him. But some of the stuff you're describing, like, you know, other people. Straight out of movie. Term. We are actually academics, Bruder. Talking about ritual activity, worship, so to speak, in a Luciferian context. Schauen wir uns mal kurz an, wer diese Antarktis-Gerüchte groß gemacht hat. Richard Evelyn Byrd Jr. Admiral Byrd, Bro. Denn seine Protokolle sind halt wild. Der ist mir schon fast einer zu viel, wenn ich ehrlich bin. Ist am 25. Oktober 1888 geboren und war ein amerikanischer Marineoffizier und Entdecker. Byrd sagte, dass seine Expeditionen die ersten waren, die sowohl den Nordpol als auch den Südpol über den Luftweg erreichten. Wer von euch hat sich die Byrd-Protokolle mal reingezogen? Ich habe mal bei Kianosch, glaube ich, habe ich mal ein Video gesehen, wo der darauf reagiert hat. Das war mir auf jeden Fall schon ein bisschen zu wild. For real. 1956 hat Admiral Byrd ein Interview gegeben, wo er ein paar interessante Sachen mitgeteilt hat. Er behauptete, dass er auf seiner Erforschungsreise zum Südpol noch unentdeckte Flächen von Land gefunden hat. Noch dazu hat er gesagt, dass es am Nordpol einen Eingang ins Innere der Erde gibt. Das Gerücht über eine Zivilisation im Inneren der Erde ist nichts Neues. Schon viele Kulturen und Stämme haben über eine Zivilisation im Inneren der Erde geredet. Zum Beispiel... Eine Frage an euch. Was denkt ihr, was mehr erforscht ist? Der Weltraum oder die Meere? Für Weltraum 1, für 2 Meere. Was denkt ihr, was mehr erforscht ist von Wissenschaftlern? Über was wissen wir mehr? Über den Weltraum oder über die Meere? Weltraum 1, Meere 2. Navajo-Indianer. Ich habe mir den Talk reingezogen von Cat Williams und Joe Rogan, da haben die auch darüber geredet und die haben beide auch gesagt mehr, also sie haben ein bisschen diskutiert und dann sind die beide auch zum Entschluss Meere gekommen, weil wir wissen nicht so viel über die Meere und wir können auch nicht so tief gehen, weil es kalt ist und wegen Druck und dies, das, bla. Ein Großteil der Meere, ein Großteil des Wassers ist nicht erforscht auf unserem Planeten. Die behaupten, dass ihre Vorfahren aus einer unterirdischen Welt unter den Navajo-Mountains gekommen sind oder die Azteken. Die ebenfalls behaupten, dass sie aus Höhlensystemen aus dem Inneren der Erde gekommen sind. Oder ein nordamerikanisches Indianervolk, das sich die Creek nennt. Die behaupten, dass sich die Erde im Westen geöffnet hat und sie aus dieser Öffnung, also aus dem Inneren der Erde gekommen sind. Boah, Digga, was? Das könnte noch lange so weitergehen. Ich hatte mal einen Kumpel, Digga, der mir auch das mal erzählt hat, schon vor 3-4 Jahren oder so, hat er mir erzählt, ey Bro, da sind Jungs innen in der Erde drin. Es gibt einfach unglaublich viele Stämme und das von verschiedenen Kontinenten, die behaupten, dass sie aus dem Inneren der Erde gekommen sind. Admiral Byrd, you've been to both the North Pole and the South Pole. Is there any unexplored land left on this earth that might appeal to adventurous young Americans? Yes, there is.
But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. Das ist krass. Stell dir mal vor, es gibt mehr Land, was wir noch nie gesehen haben, was uns einfach verborgen wird. That's beyond the pole on the other side of the South Pole from Middle America. Würde das dann heißen, dass die Erde eigentlich flach ist? Oder nicht? Oder mache ich da ganz komische Rückschlüsse? Richard Ebert war, bevor er diese Sachen behauptet hat, an einem Programm der Amerikaner beteiligt. Und zwar Operation High Jump. Offiziell hieß es die United States Navy Antarctic Development Program. Operation High Jump war eine Operation der United States Navy. Einige Leute glauben, dass dieses Programm gestartet wurde, weil man den Verdacht hatte, dass Hitler nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in eine Basis in die Antarktis geflüchtet ist. 1939. Die Deutschen waren auf jeden Fall besessen von der Antarktis, der Cousin Adi auch. Eine deutsche Expedition in die Antarktis. Im Juli 1945. Manche sagen, hier, Digga, ja. Ich kenne ja viele Argentinier, ne? Die sagen, der ist da. Das deutsche U-Boot U530 am argentinischen Marinestützpunkt Mar de la Plata auf. Diggi, ich sag so, wie es ist, ne? In Argentinien gibt es richtige deutsche krasse Kolonien, Bro. Die haben noch so Flaggen und so draußen hängen, weißt du? Die sind richtig, Bro. Die sind richtig noch hängen geblieben auf diese Zeit. Im nächsten Monat ist ein weiteres U-Boot aufgetaucht. Die Amerikaner hatten den Verdacht, dass sich die Nazis da unten eine Basis eingerichtet haben und starteten deshalb 1946 die Operation High Jump. Es war die bisher größte Antarktis-Expedition, bestehend aus 4.700 Mann und 13 Schiffen. Ja Mann, das haben wir uns schon mal gegeben irgendwo. Das würde bedeuten, dass sie entweder flach oder viel, viel größer ist, als man uns sagt. Ja genau, ja, das war ein Joke, den ich gemacht habe mit diesem flachen Thema so. Weil man ja dann denkt, okay, aber dann, wo soll denn dieser Platz sein? Aber ja, es könnte natürlich auch sein, dass die Erde größer ist, als wir denken. Auch wenn sie rund ist, sage ich jetzt mal, dass es noch Abschnitte gibt, die uns einfach nicht gezeigt. Ich meine, wer von uns kann das denn wirklich nachvollziehen, weißt du? Wer von uns fliegt denn mal hoch und wer von uns ist schon mal hochgeflogen und hat geguckt, ey, warte mal ganz kurz, Digga, diesen Fleck da unter Afrika, Bro, das gibt's doch so gar nicht, hä? Wie jetzt? Ich meine, wir müssen ja auf eine gewisse Art und Weise dem vertrauen, was uns gezeigt wurde. Den Weltkarten, dem Globus und so. Und wir wissen aber auch mittlerweile, dass die Regierungen teilweise, wenn sie keinen Bock darauf haben, uns einfach Dinge verschweigen. So. Es ist für mich jetzt, ist schon eine wilde Theorie, so gebe ich zu. Bin jetzt auch selber nicht überzeugt. Ich denke, ich mache hier nur Gedankenexperimente und stelle Fragen. Aber ich würde es den Menschen, die uns lenken, zutrauen, dass sie uns Dinge verschweigen. Um das jetzt mal ganz vorsichtig auszudrücken. Ich würde es diesen Menschen zutrauen, generell, dass uns Dinge verschwiegen werden. Und das siehst du auch in kleinen, wenn du in kleine Sachen reingehst, zum Beispiel Corona-Thematik, RKI-Dokumente. Da stehen Dinge drin, die uns verschwiegen wurden. Über den Lockdown, über die Impfung. Und guck mal, was das für Auswirkungen hatte. Weißt du? Das ist jetzt ein kleines, ganz kleines Beispiel so. Aber es gibt noch so viele andere Beispiele. Und dann fragt man sich halt oder stellt man sich die Frage, haben die das vielleicht auch im großen Stil gemacht? Mit heftigen Informationen, von denen wir alle so universally überzeugt sind so. Und allein diese Frage zu stellen, das trauen sich schon die Leute nicht. Aber I don't give a fuck, bro. Expedition hat aber nicht lange gedauert. Sie sollte eigentlich 6 Monate gehen, doch wurde schon nach 40 Tagen abgebrochen. Es wird behauptet, dass es einen ganzen Krieg da unten gab. Jetzt wird das ein bisschen Science-Fiction-mäßig. Jetzt erst? Ich küsse deine Herz, Digga. Ich dachte, wir waren schon drin. Natürlich sollen die Amerikaner davon Nazis mit UFOs angegriffen worden sein. Außerdem sollen die Nazis mit Die wurden von Nazis mit UFOs angegriffen. In Kontakt stehen. Gleich gehen wir auf einige interessante Oh shit, Bro. Über diese sogenannten Aliens und UFOs ein. Digga, vielleicht war Hitler ein Alien, Bro. Der Kelp. Auf jeden Fall heißt das Gebiet da Neuschwabenland. Neuschwabenland ist eine Region, die südlich von Argentinien liegt. Heute auf Maps unter dem Namen Queen Madeleine zu finden.
Das Gebiet wurde Ende der 30er Jahre vom Dritten Reich beansprucht und soll Mythen nach noch bis heute existieren. Aber nicht nur das wird erzählt. Die Deutschen sollen auch die Erfinder der UFOs sein. Das soll auch angeblich einer der Gründe sein, warum man damals tausende deutsche Wissenschaftler, Ingenieure und Techniker aus Deutschland nach Amerika eingeflogen hat. Darunter Leute, die Kriegsverbrecher sind. Diese Jungs waren krasse Mystiker, Mann, da damals in der Hitlerzeit. Die haben den ganzen Shit angefangen, ne? Mit MK Ultra, dann diese ganzen UFO-Geschichten auch und Outer Space und die ganzen Sachen. Weißt du, wie viele Sachen die Amis von diesen deutschen Nazis von damals übernommen haben? Das ist crazy. Das ist crazy. Eigentlich hätten verurteilt werden müssen. Doch man flog die Wissenschaftler ein, um an die Methoden der Gehirnwäsche und Technologie zu kommen. Ja. Einer dieser Leute war zum Beispiel Werner von Braun. Der deutsche Raketeningenieur Werner von Braun leitete im Dritten Reich die Entwicklung der V2-Rakete. Nach Kriegsende wurde er nach Amerika eingeflogen und war an der ersten Mondlandung beteiligt. Mondlandung? Gab's die überhaupt? 1959 wurde die NASA gegründet. 1959 wurde Werner von Braun und sein Team mit einbezogen. Das Thema UFOs klingt immer so unglaublich. Aber wenn man ein paar andere Geschichten mit... Bruder, jetzt, seitdem ich selber eins gesehen habe, bin ich halt ganz anders eingestellt, was das Thema angeht. Das, was ich gesehen habe, bin ich überzeugt davon, dass es nicht menschengemacht war. Ich bin überzeugt davon, ich bleib davon überzeugt. Und das war eine krasse Sache. Ich müsste eigentlich nochmal ein Video darüber machen, weil das war wirklich extrem, meine lieben Freunde. Das war crazy, Bro. Ich habe Dinge gesehen, die hat kein anderer Mensch vorher gesehen. Meiner Meinung nach. Hat sich so angefühlt auf jeden Fall. Deswegen, ich bin überzeugt davon. Weißt du, ich bin auf der einen Seite, man muss differenzieren, ganz klar. Auf der einen Seite bin ich mir sicher, dass von Menschenhand gemachte Flugobjekte, die wir noch nie gesehen haben, am Start sind und die auch schon gesichtet wurden. Aber ich bin auch überzeugt davon, dass es von Nicht-Menschenhand gemachte Flugobjekte gibt. Und ich bin auch überzeugt davon, dass es Lebewesen gibt außerhalb der Erde. Also das ist schon sehr narzisstisch und egoistisch, wenn man davon ausgeht, dass es nur die Erde gibt und dass keine andere Lebensform im ganzen Universum existiert. Ist, Bro. Dann ist halt die zweite Frage, sind die schon mal hierher gekommen? Ich glaube schon. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, dass die schon ganz früh hier hingekommen sind. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, dass ich mir vorstellen könnte, dass wir vielleicht sogar, dass ein Teil unserer DNA vielleicht sogar nicht von dieser Erde ist. Geil, Digga, haben die wieder Material, die Jungs innen hier. Jungs, reagiert drauf, Vejo. Berechnet klingt das gar nicht mehr so unglaublich. Leute, stellt euch mal vor, wir sind unser ganzes Leben lang ohne einen Fernseher aufgewachsen. Wenn euch da zum Beispiel jemand einen Fernseher zeigen würde, würdet ihr euch fragen, was das ist. Es wäre unglaublich. Und genau das ist anscheinend die Sache mit UFOs. Man soll angeblich schon lange an so Technologien dran sein. Nicht Aliens haben diese Sachen gebaut, sondern Menschen. Aber gleich gehen wir darauf ein, wo diese angeblichen... Es wird halt mit Informationen sehr viel auch verwischt und vermischt und so, weißt du? Dann gibt es dieses Project Bluebeam, was von Regierungen geplant wird, um die Menschen noch mehr zu kontrollieren. Und die spielen dann mit diesen UFO- und Alien-Sachen, die die selber gebaut haben. So. Aber das schließt ja nicht aus, dass es vielleicht sogar echte Aliens gibt oder echte Lebewesen, die hier schon mal auf der Erde gekommen sind. Und das eine schließt das andere nie aus. Aber wir werden halt mit Informationen so krass zugemüllt, dass wir halt nicht mehr wissen, was ist real und was nicht. Es ist ein Infowar. So. Es ist ein Informationskrieg. Ganz klar. Ins Spiel kommen. UFOs sind schon lange nicht mehr Science Fiction. Es gibt sogar offiziell angemeldete Patente, die diese Technologie beinhalten. Zum Beispiel hat die US Navy schon vor Jahrzehnten ein Patent angemeldet, das für eine fliegende Untertasse ist. Und nicht nur die US Navy. 1941 erfand der italienische Physiker Professor Giuseppe Belluzzo eine fliegende Untertasse. Sogar der Erfinder Nikola Giuseppe Maiuzza hat an so Sachen gearbeitet. Als er starb, hat man Patente von ihm beschlagnahmt. Wenn das Thema UFOs auftaucht, wird immer wieder von Aliens gesprochen. Gehen wir mal kurz darauf ein, was diese Aliens sein sollen. Was denn der? Was macht der Arschloch jetzt hier? Im Jahr 1904 hat Aleister Crowley, ein selbsternannter Magier, Mystiker und seinen Worten nach... Ich will den gar nicht angucken. ...der bösartigste Mensch der Welt, eine Seance gehalten, wo er mit einem Dämon in Kontakt getreten ist. Aleister Crowley ist ein bekannter Name in der Hip-Hop-Szene. Viele amerikanische Rap... So. Guckt euch das mal an. Alleine deswegen. Rhinox, was läuft? Alleine. Ich sag, diese ganze Hollywood-Scheiße wird immer mehr exposed. Ich sag, dieses Jahr ist ein wildes Jahr, ist ein Expose-Year, glaube ich.
Dieses Jahr ist ein Expose-Year. Epstein, Diddy, Hollywood, es wird immer mehr rauskommen. Ryan Garcia, es wird immer mehr rauskommen. Die Leute werden immer mehr bewusst auf dem Schirm haben, was eigentlich abgeht so. Wer eigentlich die Vorbilder von den Kids sind, was die alles so im Privatleben tun, wen die anbeten, was für Dreck die am Stecken haben so. Diese ganze teuflische Agenda wird exposed, sodass die Leute eine eigene Entscheidung treffen können so. Will ich mich dem anschließen oder will ich mich der göttlichen Agenda anschließen so. Und ich hoffe, die meisten Menschen kommen auf die gute Seite. Wir als Love Gang sind auf jeden Fall da. Schließt euch uns an, wenn ihr Bock habt. Leben nach seiner Philosophie. Er behauptete, dass er diesen Dämon, den er gechannelt hat, sogar gesehen hat. Er hat damals dieses Bild hier gezeichnet. So schaut der Dämon aus, den Aleister Crowley gesehen haben soll. Viele sehen Ähnlichkeiten zu den Aliens, die wir in Filmen sehen. Hier mal ein Vergleich. Außerdem hat ihm der Dämon Folgendes gesagt. Heute nennen sie uns Engel und Dämon. Morgen werden sie uns das nennen. Es geht das Gerücht rum, dass alle, die von Begegnungen mit Aliens gesprochen haben, eigentlich Kontakt mit Dämonen hatten. Zum Thema Gespräche mit Geistern ist mir letztens ein Gespräch von Partier-Ei aufgefallen. Er war in einem Podcast und das Thema Verrat kam auf. Er sagte zuerst, ich habe noch nie jemanden in meinem Leben verraten. Auf einmal sagt er doch einmal, und zwar seinen toten Cousin. Er sagte, nachdem er eine Anklage gekriegt hat, hatte er ein Gespräch mit seinem toten Cousin, der ihm gesagt hat, dass er die Anklage auf ihn schieben kann. Cousin. So einen Freispruch zu kriegen. Manche Leute, wie zum Beispiel hier T.I., denken, sie können mit den toten Menschen durch Channeling in Kontakt treten. Dabei sind es nicht die Toten, sondern Dämonen, die einfach die verstorbene Person imitieren. Auf jeden Fall hat er darüber geredet, als wäre es die normalste Sache auf der Welt. Menschen, die sterben, sind nicht weg. So. Das ist auf jeden Fall meine Erkenntnis, die ich gemacht habe. Weil das ist, der vermischt das gerade alles voll komisch mit Dämonen und Menschen, die tot sind und so. Die sind auf der anderen Seite. So. Deren Seele stirbt nicht. Und die können auch noch Kontakt mit dir aufnehmen auf eine gewisse Art und Weise. Das haben auch viele Menschen schon berichtet, weißt du? Die können dich Dinge spüren lassen. So. Und ich glaube, dass diese Menschen, die sterben und deren Seele zurück nach Hause geht zu Gott, dass die trotzdem noch auf eine gewisse Art und Weise energetischen Einfluss auf dich haben können. Du kannst sie noch spüren. So. Ich glaube nicht, dass die für immer gehen. Weißt du? Das ist meine persönliche Meinung. Yeah. After he had passed, I had a talk with him. What to say? Say, I take all the charges you got. If you can walk away free and put it on me, yeah. That's the only time. I done never said or gave no information about nobody because that's my cousin, my big cousin. Mm. He was dead and he told me that it was okay. Das hat in dem Sinne nichts mit Dämonen zu tun, meiner Meinung nach, so. Was der hier gerade erzählt hat. Der Rapper, der über Begegnungen mit Geistern geredet hat, war der Rapper Kevin Gates. Der behauptet, dass seine verstorbene Großmutter ihn besucht hat. Und wieder wird darüber geredet, als wäre es die normalste Sache auf der Welt. My grandmother came to me. Bro, Kevin Gates ist wild. Ich schwöre, wenn der redet, der hat mir manchmal, der gibt mir gute Energies, der kommt in mich rein, der schafft es irgendwie, mich zu catchen, der Kevin. Mm. And it was realer than me and you sitting here. Some of the stuff you're describing, like, you know, other people. Straight out of movie. Man, my grandmother came to me. I'm gonna be honest. She saw. My grandmother, the only woman my grandmother ever accepted was her. And she saw my grandmother. She came to you separately or like both together? No, it was together. And it was kind of like, she came to me and was like, and you better get on his ass too. Like, let him know, like, I'm for real. And I'm, like. And I listen. Yeah, it was crazy. Big old chief. Kev, I seen a lot of like. Ja, man, viele können das halt nicht glauben, weißt du, aber. Wie vorhin erwähnt, wird ja gesagt, dass die Nazis angeblich in der Antarktis mit Aliens in Kontakt stehen. Diese Aliens sind, wie wir gerade besprochen haben. Ist halt bei diesen Mystiker-Sachen und so, auch jetzt hier bei Flex und generell bei den Leuten so, die Leute, es ist halt auch sehr viel Information, weißt du? Es ist sehr viel Information, es fickt deinen Kopf ein bisschen. Aber ich glaube, auch da ist es halt Überinformation und da sind auch viele Lügen am Start und viele Leute, die irgendwas sagen mit Demons Channeling und alle sind auf einmal das und alle sind auf einmal dies. So einfach ist es nicht, Digga, weißt du, wie ich meine?
So einfach ist es nicht. Wir haben anscheinend Dämonen. Das sind alles sehr komplexe Sachen. Die ganze Welt ist ein sehr komplexes Thema. So. Jede einzelne Thematik im Einzelnen betrachtet ist sehr komplex, Bro. Deswegen fasziniert mich das immer, wie Leute, die auch immer gerne Reactions auf mich machen und so diese ARD-NPCs mäßig, so, dass die einfach Tagesshow gucken und dann alles eins zu eins für bare Münze nehmen, so. Und gar nicht verstehen, wie komplex eigentlich alles ist. Jedes Thema eigentlich extrem komplex ist und dass es fast unmöglich ist, hundertprozentig durchzusteigen, so. Dass du dich hinsetzt und andere diffamierst, weil die eine andere Meinung haben oder zu anderen Schlussfolgerungen gekommen sind, so, weißt du? Crazy. Nur weil das angeblich offizielle Medien oder dein Lehrer oder dein Studium dir so beigebracht hat. Die meisten Dinge sind viel komplexer, als die meisten Menschen denken. Okkulte Praktiken beschwört werden. Es gibt eine hartnäckige Idee, dass die Nazis von 1920 bis 1945 hauptsächlich von okkulten Agenturen inspiriert und geleitet wurden. Darunter zum Beispiel die Thule-Gesellschaft. Oft wird erzählt, dass die Nazis gegen Okkultismus vorgegangen sind. Doch sie sind nur gegen die Leute vorgegangen, die nicht zu ihnen gehört haben. Sie wurden von Leuten inspiriert, die sich mit okkulten Praktiken beschäftigt und praktiziert haben. In dieser Thule-Gesellschaft gibt es nochmal sowas wie ein VIP-Club, der sich die Vrill-Gesellschaft nennt. Diese sollen angeblich an dem Aufstieg der National... Und jetzt schreibt einer gerade ein gutes Ding rein. Einer sagt, wieso sollte man etwas Gutes geheim halten? Ich finde die Naivität, mit der du an die Sache rangehst, finde ich süß. Ich finde es auch gut, weil du glaubst noch daran, dass die Menschen gut sind eigentlich. Und du glaubst daran und du fragst dich selber so, wenn ich doch etwas Gutes machen kann und was Gutes bewegen kann, warum sollte ich das dann geheim halten? So? Das ist aber genau das, wie wir kontrolliert werden. Die halten von uns Dinge, die uns allen gut tun werden, fern und lenken uns ab, damit wir diese Sachen nicht finden, damit sie sie für sich behalten können. Und das äußert sich auch im Kleinen. Ihr seht doch, so egoistische Menschen, die nur auf sich selbst gucken, wenn die eine Formel gefunden haben für was Gutes und was erreicht haben mit dieser Formel, dann versuchen sie, die Formel für sich zu behalten. Sie versuchen, diese Formel zu verbergen vor anderen, damit nicht andere auch diesen Erfolg haben, den die Leute haben. Ich kann das auch nicht verstehen, mein Bruder. Ich bin auch einer von den Kandidaten, der, wenn ich irgendwas für mich gefunden habe, was mir gut tut, will ich das sofort teilen. Das hat damals schon mit Fitness angefangen. Ich habe eine Formel für mich gefunden, wie ich einen guten Körper aufbauen kann. Dann wollte ich direkt Videos darüber machen. Ich habe nicht darüber nachgedacht, wie 90% der anderen Leute in meinem Bereich, wie kann ich ein Programm daraus machen, wie kann ich das anderen Leuten verkaufen und Geld machen. Und ich habe einfach nur gedacht, krass, Digga, ich habe ein bisschen Muskeln aufgebaut, ich will das andere auch Muskeln aufbauen. Aber es gibt halt leider sehr viele Menschen, die das anders sehen und die anders denken. ...beteiligt gewesen sein. Sie sollen übernatürliche Energien benutzt haben, um an Wissen für die sogenannten Reichsflugscheiben zu kommen. Ich erkläre euch mal kurz, was da behauptet wird. Zuerst mal soll es einen Haufen Zivilisationen vor unserer gegeben haben, die schon viel fortgeschrittener waren als wir. Auf jeden Fall kommen hier die Dämonen ins Spiel. Für viele sind Dämonen Fiktion, aber in jeder Religion sind sie ein... Das ist auch sehr schön, Bro. Real it. Und bleib auch so. Weil einer wird das immer sehen. Und das ist Gott. Und wenn du auf Gottes Seite bist, bist du immer beschützt, Bruder. So. Vielleicht hast du nicht so viel Wohlstand und hast vielleicht auch nicht so viel fucking das, was die alle präsentieren, halt, die meiner Meinung nach den nicht guten Weg gehen und versuchen, andere unten zu halten und so. Aber Bro, du hast Punkte bei Gott und das wirst du zurückbekommen. Auf eine gewisse Art und Weise. Glaub mal, Bro. Glaub mal. Vom Islam, Christentum. Marc, ich küsse dein Herz, Bruder. Bester Mann, danke für deinen Support. Liebe geht raus. Ich liebe dich, Bro. Muchas gracias. Ich hoffe, dir geht's gut. Und ja, bleibt gute Menschen, meine lieben Freunde. Ihr werdet es zurückbekommen. Auch wenn es nicht sofort ist, irgendwann werdet ihr es zurückbekommen. Und jeder muss für seine Taten auch bezahlen ab irgendeinem Punkt in seinem Leben. Deswegen versucht einfach, gute Menschen zu sein. Weil am Ende wird euch das zugutekommen. Auch wenn es manchmal länger dauert. Judentum und so weiter. Manche sagen Dämonen, andere Djinns, andere Geister, Spirits, Ancestors und so weiter. Auf jeden Fall sollen diese Dämonen über mehrere tausende Jahre leben und verfügen so über Wissen, was wir nicht haben. Manche haben zum Beispiel schon mehrere Zivilisationen miterlebt. So wird es zumindest erzählt. Sie sollen angeblich Rituale durchgeführt haben, wo sie mit Dämonen in Kontakt getreten sind und so an dieses Wissen gekommen sind. Über die Verbindung zwischen dem Nationalsozialismus und dem Okkultismus gibt es einen Haufen Bücher. Heinrich Himmler... It's crazy stuff. Kopf hinter dem Ganzen gewesen sein. Es gibt Orte wie die Wewelsburg, wo angeblich noch nach dem Zweiten Weltkrieg weiter Rituale und Kinderopfer durchgeführt wurden.
Es gibt zum Beispiel Dokumente, die davon berichten, dass Himmler die Wewelsburg als den Mittelpunkt der Erde bezeichnete und die Halle der Toten in dieser Wewelsburg das Tor dieses Zentrums sein sollte, um die Mächte der Dunkelheit an ihrem mächtigsten Ort zu beschwören. Über diese Wewelsburg gibt es einen Fall, der sehr verstörend ist. Vor einigen Jahren wurde eine Doku veröffentlicht, die Höllenleben heißt. Eine Frau berichtet von satanischen Ritualen, die in der Wewelsburg stattgefunden haben. Sie wurde mit 13 Jahren... Robin, mein Jutster, ich küsse doch deine Zirbeldrüse, Alter. Robin. Muchas gracias, danke für deinen Support. ...und musste ihr Kind in dieser Burg opfern. Die Frau leidet wegen diesem Ritual auch an einer multiplen Persönlichkeitsstörung und ist deshalb ein bisschen komisch. Aber hört am besten kurz selbst. Die mittelalterliche Wewelsburg, heute Jugendherberge, war während des Dritten Reiches eine Kultstätte der SS. Also hier. Warum ist denn das jetzt ein... Was ist das jetzt, ein Jugendheim? Klingt komisch. Aber hört am besten kurz selbst. Die mittelalterliche Wewelsburg, heute Jugendherberge. Jugendherberge, Digga, aus so einem Okkulten. Da hätten die sich auch was Besseres ausdenken können, oder? Ich bin nämlich überzeugt davon, dass Energies nicht so schnell verschwinden. So. Und wenn die da irgendwelche komischen Opferungen und Rituale gemacht haben und jetzt die Kids da schlafen, oh mein Gott, Alter, ich will nicht wissen, was die für Träume haben. Während des Dritten Reiches eine Kultstätte der SS. Also hier ist noch kein Mist. Nein, nur die Vorbereitung. Das war hier. Das war ihr. War das damals auch so hallig? Was hat die? Ja. Bloß, dass die hier noch so Tücher dran hatten, so schwarze Tücher mit Zeichen. Welche Zeichen? Ein umgekehrtes Kreuz und dreimal die sechs. Und dann haben sie ein Tier reingebracht. Ein Baby. Ein Wolf. Das Baby geht. Und. Tschüss. Das Herz rausgenommen. Dann haben alle gesund. Die war dabei oder was? Oder wie? Und man. Oh, ja. Musste das Herz. Im Herz. Ein Stück, weil das Kraft gibt, Macht gibt. Die arme Mann, Digga. Das vergisst du nicht. Natürlich vergisst du das nicht, Bro. Das kann man nicht Ah, ich muss weinen. Essen, all das. Auch schreit. Was denkt ihr über diese ganzen Themen? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Danke im Voraus. Fuck, Digga, mein Herz. Women tut are weh. Tut weh gerade ein bisschen, ja? Ich schwöre. Die arme Frau, Bro. Ich hab's gefühlt, wie die leidet. Oder das immer noch verfolgt, so. Weißt du? I like that. Ja, schreibt eure Gedanken in die Kommentare rein. Ich liebe euch, meine lieben Freunde. Harte Geschichte gerade eben am Ende. Hat mich ein bisschen mitgenommen. Aber ja, ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Peace out.